Let's Talk. Gespräche mit prominenten und interessanten Menschen mit Herz und Verstand. Let's Talk. So, ihr Lieben, wir sind zum Cruise Center Altona gefahren und hier gibt es eine mega Ausstellung. Hamburg zeigt Kunst. Könnt ihr auch auf demselbigen Namen auch ein bisschen googeln. Die machen ganz viel in Sachen Kunst. Und wir haben hier gleich am Eingang jemanden gefunden, den wir schon kennen. Das ist der Bernd Lehmann. Bernd Lehmann ist so ein bisschen kamerascheu. Aber ihr merkt, er malt sehr bunt. Und man erkennt auch alles, was er malt. Also er ist nicht abstrakt. Und er hat auch einen eigenen Instagram-Account. Da könnt ihr ihn verfolgen, weil er ist sehr kamerascheu. Er mag das überhaupt nicht, vor die Kamera zu gehen. Das will er nicht. Das ist nicht seine Welt. Aber für uns geht er jetzt einmal kurz an das Bild nochmal heran, weil das ist noch nicht ganz fertig. Und darum geht's ja. Also wollen wir mal schauen, was er da so zaubern kann. Lieber Bernd, erstmal danke, dass du Zeit für uns findest und an dein Otto-Bild gehst. Sage mal, das ist ja noch nicht ganz fertig. Wie lange braucht so ein Bild ungefähr? Manchmal 20 Stunden, manchmal ganz schnell und wie gesagt. Also so typisch Künstler. Entweder es geht ganz schnell oder man findet immer eine Ecke, die nicht so ganz gefällt. Wir wandeln mal rüber. Das ist durch die Vielfalt. Also das Mikrofon macht mich nervös. Ne? Das macht aber nichts. Das Mikrofon ist gar nicht da. Das musst du komplett ausblenden, weil es geht hier um deine Kunst. Wie empfindest du deine Bilder? Also warum ist es Mick Jagger geworden? Warum ist es Otto geworden? Ja, weil es auch meine Generation ist, ein Jahrgang 50, 73 Jahre alt und nichts ist fertig. Und das treibt mich eigentlich immer noch wieder an. Und habe dann wieder für Horst Janssen auch damals die Drucke retuschieren. Das ist 20, 30 Jahre her. Also du kommst so eigentlich aus so ein bisschen künstlerischen Beruf auch, ja, schätze ich mal, dann, ne? Ja, oder? Richtig. Und ich immer kein Studium, alles ohne Studium. Aber ich finde es toll, ich mag knallige Farben tatsächlich. Und wir gucken mal, wen wir noch vor die Kamera kriegen. Wir lassen jetzt den Bernd mal in Ruhe, der ist schon ganz nervös, der hasst Kamera. Danke schön. Ich danke dir. Liebe Susanne, ja, sag mal, Hamburg zeigt Kunst. Ja. Wie wichtig ist es, dass du hier auch deine Ausstellungsfläche hast? Es ist sehr wichtig, weil man knüpft interessante Kontakte und das Schöne ist, man hat auch mit den Menschen hier zu tun. Die kommen, man kann mit denen reden über Kunst und da kommen so tolle Gespräche zustande und das ist wirklich eine Bereicherung. Für mich steht jetzt der Verkauf, wäre zwar klasse, aber der ist doch ein bisschen im Hintergrund, weil diese Kontakte, dieses Persönliche, das finde ich so schön. Also da freue ich mich immer drauf. Gehst du als Künstlerin auch mal durch die Reihen und guckst dir die anderen Exponate an und kommst ins Gespräch? Ja. Wie machst du das? Gibt's da, ist man sich da grün und tauscht auch so Tricks und Kniffe aus? Also ich auf jeden Fall. Und ich habe auch noch nichts Negatives erlebt. Also wenn man mit jemandem in Kontakt kommt, oh Mensch, das ist
ja, richtig klasse, was du da gemacht hast. Ja, Mensch, und ich habe da und da ausgestellt, du hier einen Tipp. Und ich muss sagen, die neben mir steht und auch Milik, die habe ich kennengelernt, habe ich gesagt, Mensch, Hamburg zeigt Kunst, das wäre doch was. Also ich finde es gerade schön, wenn du Menschen um dich hast, die du kennst, mit denen du dann das gemeinsam erleben kannst. Konkurrenz kenne ich persönlich nicht, weil jeder hat seine eigene Kunst. Ja, gut, das ist klar. Ich meine, man fühlt sich ja doch eigens aufgestellt, ist da sehr, ich sag mal, speziell. Speziell. Außergewöhnlich, wie du dich selbst auch ja auch ungewöhnlich, beschreibst. Außergewöhnlich, ja, so also, ist die Künstlerin, so sind ihre Kunstwerke. Also das lassen wir einfach mal so stehen und das stimmt. Kann ich nur bestätigen, kommt mal vorbei. Hamburger Cruise Center, ganzen Tag hier heute noch. Ja. Mindestens bis 19 Uhr heute noch. Genau. Pforte. Und das Brandenburger Tor von Otto steht auch vor der Tür. Genau. Ist immer auch ein Foto klasse wert. Das haben wir vorhin schon ein kleines Video gemacht. Das ist faszinierend, was er da gemacht hat. Ja, finde ich also auch. Klasse. Das alle Künstler sind irgendwo fasziniert. Ja. Ich bin hier schon durch die Reihen gewandelt. Also es ist schon toll. Ja, dann schauen wir mal, wen wir noch vor die Kamera kriegen, gell? Ja, da habe ich meine Mädels. Die habe ich kennengelernt, was ich gerade sagte, auf der Messe. Ah, und jetzt ja sind sie hier neben mir und wir wollen richtig viel Spaß haben. Ja, aber du hattest ja auch, glaube ich, gepostet, zu viert haben wir Spaß, gell? Genau. Und eine ist leider krank geworden, aber die anderen beiden sind da. Mädels! Melek, Sabine, kommt doch mal hierher. Kommt doch mal kurz vor die Kamera. Das sind die beiden, auch auf einer Kunstmesse kennengelernt. Und wirklich ganz toll. Und das Thema zum Konkurrenz, ne, gibt's nicht. Man versteht sich, man hat Spaß, jeder macht was anderes. Und gerade das ist das Schöne. Wir haben uns alle drei. Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr und wie beschreibt ihr eure Kunst? Hallo, ich bin die Sabine vom Artstrudel. Also mein Künstlername ist Artstrudel und ich bin auch eine Fotokünstlerin. Genau, ich fotografiere halt vor allen Dingen Städte. Und Hamburg ist da halt mein besonderes Ziel im Moment. Und ja, also ich versuche immer Porträts mit Seele sozusagen zu machen. Ja? Ob das jetzt eine Stadt ist oder eine Person. Im Moment sind es Städte, ja. Ja, man muss ja immer sich entwickeln, ne? Genau. Und wer bist du? Ich bin Melek Göktaş. Ich zeichne Porträtbilder, aber auch Kunst ohne Worte. Und habe eine Online-Shop-Seite, wo man sich die alle bestellen kann, in verschiedenen Größenformaten. Ich zeichne meistens Bilder, die sehr ausdrucksstark sind, die ich nicht erklären muss, wo die meisten Betrachter sofort merken, was ich in dem Moment gefühlt habe, als ich das Bild gezeichnet habe. Und die Kohle halt, ne? Ah, ja, Mensch, ja, deswegen auch die Schürze. Ja, weil die Schürze. Ich würde auch immer aussehen wie Sau. Aber wenn ich eine Wand anmale, sehe ich schlimmer aus wie die Wand hinterher. Aber gut, also ich wünsche euch trotzdem viel, viel Erfolg. Und ich finde es toll, dass Künstlerinnen untereinander doch zusammenhalten. Ja, aber wie? Hier ist gute Stimmung. Ja. Sie hat nicht zu wenig versprochen. Und ich hoffe, dass wir in den anderen Reihen das auch so finden. Also, ja, auf. Jetzt haben wir endlich den Volker Hansch hier und der ist der Hauptverantwortliche, dass das überhaupt stattfindet. Erzähl doch mal was. Hamburg zeigt Kunst. Was steckt dahinter? Ja, wir haben vor 10 Jahren angefangen als Pop-up-Veranstaltung, wo wir gesagt haben, jeder Künstler kann kommen und ausstellen. Das war in der Hafen City, Übersee Boulevard. Da sind wir immer noch einmal im Jahr auf dem Übersee Boulevard. Und seit 10 Jahren wechseln wir die Location. Wir waren in der Fischauktionshalle, Landhaus Walter. Jetzt sind wir hier im Cruise Center, wo wir uns sehr wohl fühlen, weil wir hier eine sehr moderne, schöne, helle Halle haben, die wirklich bestens ausgestattet ist. Wir haben eine Kaffeebar, wir haben Licht, wir haben Strom, wir haben Heizung, wir haben Parkplätze vor der Tür. Kaffeebar. Ja, genau. Und wir haben hier heute 100 Künstler. Das hat sich jetzt auch, wir sind auch gewachsen, das hat sich entwickelt. Wir haben jetzt über 100 Künstler, wir haben Malworkshops, wir haben Kinderschminken, Kindermalen, Malwettbewerb, wir haben Klangmeditation, wir haben die Zauberdrachen von Viola und Schola, die so tanzen nachher mit ihren Fantasiedrachen. Wir haben Skulpturen, Fotografie, Malerei, Schmuck, hier wird live gemalt, wie ihr seht. Also wir haben hier alles, Kunst und Kreativität aller Art vor Ort. Und einfach eine bunte Mischung, wo man sich einen schönen Tag machen kann. Und ich denke, wir setzen auch in diesen etwas schwierigen Zeiten auch ein positives Zeichen hin, wo man sich mal einen Tag wirklich entspannen kann und positiv aufladen kann, denke ich. Also erstmal, mir gefällt die Location super gut. Erstens, weil sie gut zu erreichen ist. Ja. Mega geil Parkplätze. Ja. Das ist immer ganz wichtig. Öffis fahren hier fast vor die Tür. Also besser Schiffe, kann man Fähre fährt auch. Ja, also Fähre fährt. Man kann ein bisschen Wasser gucken. Man kann frische Luft schnappen.
Sag mal, das Brandenburger Tor da vorne von Otto. Ja. Wie kam es denn dazu? Habt ihr euch da irgendwie abgesprochen? Hat er das... Das Global Gate wurde hier am 15. oder 16. Oktober, glaube ich, aufgestellt. Und dann hat mich der Veranstalter oder der Verantwortliche Markus Schäfer angerufen. Und dann haben wir zusammen gesagt, okay, dann machen wir heute Streetfood-Malwettbewerb. Otto wird live vor Ort gemalt von Bernd Lehmann. Und dann haben so ein paar Aktionen drumherum gemacht und... Ich denke, es kommen auch heute eine Menge Leute, um das Brandenburger oder Ottos Tor zu sehen, das Global Gate, und dann hier bei uns in die Veranstaltung zu kommen. Tolle Kombi. Freuen wir uns. Ich finde das auch mega. Teilweise 3 bis 4 Mal Hamburg zur Kunst veranstaltet, jeweils mit 80 bis 100 Künstlern. Und deswegen denke ich, dass jede größere Stadt mindestens einmal im Jahr, Bremen zeigt Kunst, Hannover zeigt Kunst, Timmendorf, Schwerin waren wir schon. Und wir wollen das nächstes Jahr wachsen lassen und auch in andere Städte gehen. Genau. Bremen ist auch im Rennen. Ja, Bremen muss dann, klar, ja. Heimsender. Ich danke dir, okay, vielen dass Dank, wir dass hier sein dürfen. Ja, toll, dass und ihr hier seid. Und ich lade euch gerne auf einen Kaffee oder einen Sekt ein. Ja, wir kommen auf einen Kaffee. Sekt okay. Ist nicht so unseres, aber der Kaffee bestimmt. Okay. Mal gucken, ob wir dich gleich wieder treffen. Klasse, vielen Dank. Danke dir. Wir sind an einem weiteren Stand angekommen. Stell dich doch mal kurz vor, wo kommst du her? Ja, ich komme aus Südindien und ich heiße Nisha Karat. Und alle sind Bilder, sind Originalkunstwerk und es ist inspiriert von Natur und Alltagssachen. Ne? Gibt es einen Bauernhof zwischen meiner Wohnung und die Straße und die 2 Pferde sind von diesem Bauernhof. Ne? Ah, oh, ja. Okay. Ja. Also du guckst dir was an und sagst, da mach ich ein Bild draus. Ja. Also meinst du ja sehr realistisch, ne? Ja, manchmal ich mache kein Foto. Und letztes Jahr war ich bei einer Tiere so und ja. Habe ein paar fotografiert von meinem Zebra und ja. Und manchmal gucke ich gerne mit. Da ist die Kamera. Garnelle, ja. Wir wollen ja dich sehen. Ja, ja. Ich weiß, dass du dann immer auch gucken musst. Aber Südindien. Ja, ich komme aus Südindien. Ist ja weit weg, ne? Ja, es ist ein bisschen weit weg von Deutschland, aber ja. Und ja, ich habe ein paar traditionelle Sachen auch gemalt, weil es ist eine indische Sache. Das ist die Lebenbaum, ne? Ja. Ja, diese Kunst und das ist Religionssache, Gautam Buddha. Und ja, ich find Inspiration für den Alltag, ne? So, wir sind da klar wieder ein bisschen eingefangen worden tatsächlich, aber das hat sich gelohnt, weil hier ist wieder mein Genre voll zugegen, Tiere. Tiere bestehe ich total drauf. Erzähl mal kurz, wer bist du und was verbindest du mit Hamburg zeigt Kunst? Hi, mein Name ist Dorina Kravita. Ich bin Künstlerin. Eine Künstlerin, die wahrscheinlich die einzige Künstlerin ist, die mit Olivenöl und Ölfarben malen kann. Spannend. Ich habe angefangen, meine Tiere zu malen, weil ich zu viele Freunde und Verwandtschaft hatte oder habe, immer noch, die sehr mürrisch sind. Und so entsteht meine Kunst wegen den Persönlichkeiten. Also du interpretierst so ein bisschen den Charakter in ein Tier. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Sehr gut verstanden. Dann müssen wir aber allerdings auch ganz rechts oben den schwarzen Mops einmal zeigen. Können wir den mal runterholen? Geht das? Nein, geht nicht. Kamera, du darfst den mal einfangen. Der schwarze Mops, der ist nämlich auch ganz bekannt. Hast du mir gerade erzählt, warum? Der ist bekannt, weil der schwarze Mops heißt Mops Michel, so wie mein Mann. Der guckt immer so mürrisch und fragt jedes Mal, was hast du dieses Mal getan? Ihr habt eine Menge Kunst sehen können, glaube ich. Es ist sehr vielfältig, es ist alles da, was das Herz begehrt. Es war eine spannende Zeit hier. Ich kann es nur empfehlen, einmal im Jahr Hamburg zeigt Kunst. Momentan im Cruise Center. Ob sie nächstes Jahr hier wieder sind, wissen wir noch nicht. Verfolgt sie einfach auf der gleichnamigen Homepage. Ich fand es eine gelungene Veranstaltung bei bestem Wetter. Hafen direkt vor den Füßen, ein bisschen Wind, der Geruch des Hafens und hier neben mir süße Waffeln. Ach, herrlich. Also, habt noch eine schöne Zeit, bleibt gesund und immer neugierig. Bis dann. Tschüss.